Ja, bei uns ist einer verwundet, das ging erstaunlich gut aus. Und wir können zwei gefangen nehmen und wir könnten hier oben Leute anwerben, nämlich Farmarbeiter, also Bauern oder Peasant Woman. Mache ich jetzt aber nicht, weil die geben zwar hinter, wenn man sie hochtrainiert hat, Kämpfer ab, aber ich will unseren Trupp eigentlich erstmal klein halten, bevor die Kostentabelle, die hier jedes Mal steigt, noch zu hoch wird. Wir sehen gerade bei den Leuten, die gelevelt sind, haben wir die Horseman Archer, die könnte ich zu Lanzenreitern machen oder zu, halt wieder zu Archern. Ich gehe mit den allen auf Archern, weil die Lanzenreiter halt Nahkämpfer sind und da möchte ich die Ritter hier nehmen, wo wir ja gerade auch mehr bekommen. Wir sehen jetzt, unsere Kosten haben sich auch mal eben von 909 auf 945 gesteigert, nur wenn wir drei Leute gelevelt haben. Die sind halt wirklich teuer, wenn man sie hinter auf den hohen Stufen hat. Dafür halt auch dementsprechend stark die letzten hier. Auch wenn die hier 50 und 30 pro Woche an Geld verlangen. Dementsprechend, ja, ist ja mein Ziel, hier oben mehr Zeug zu erlangen, was viel wert ist. Und wir haben hier diesmal deutlich mehr Beute gemacht. Dieses Schild hier oben sieht zum Beispiel schon sehr nett aus, für viel Geld. Die Wurfäxte kann ich Nizza dann, glaube ich, geben, wenn der dann so gut genug dafür ist. Die sind echt ganz cool. Der Helm ist noch ein bisschen besser als unserer. Die Äxte hier brauchen wir wohl nicht, die Stabäxte. Ja, und dann ist hier noch ein bisschen Kleinzeug. Also indem ich STLG gedrückt halte, kann ich das alles kann ich da direkt draufklicken und ordnet das automatisch in mein Inventar und füllt das hier auf. Das geht immer schön schnell. So. Jetzt sind noch Leute gelevelt, dann wollen wir uns doch mal um die kümmern. Erst einmal um ihn. So, was kriegst du denn mehr? Ich gebe dir mal Agilität mehr, weil dann kann er hier noch ein paar Sachen steigern. Zum Beispiel Riding, aber erstmal soll er Power Throw bekommen, damit seine Wurfwaffenfähigkeit besser wird. Weil dann können wir nämlich auf Equipment gehen und da er jetzt Wurfwaffen 3 hat, kann ich ihm diese Ben Throw Axes in die Hand drücken, die er dann auch noch werfen kann. Genauso zu diesen Jarvis, also den Wurfspeeren, die er schon hat. Ne, ich wollte bei seinem Equipment auch nochmal gucken. Er hat ja eben diesen kleinen Helm, den tauschen wir mal aus gegen einen bisschen besseren. Ich könnte mich jetzt hinstellen und könnte allen Leuten hier bessere Ausrüstung geben, aber ich persönlich finde, wir sollten erstmal große Massen davon behalten. Und konnte ihm zum Beispiel das hier mal geben, da wir dafür dann einfach viel Geld bekommen können, was für uns erstmal wichtiger ist, als jeden hier super auszurüsten. Er kriegt Intelligenz, dann können wir ihm nämlich Wound-Treatment versteigern, das ist richtig schön. Das sorgt dafür, dass man am Ende eines Kampfes ja wieder mehr Lebenspunkte übrig hat. Außerdem kann er auch noch mehr Trainer lernen und dann auch noch ein bisschen Archery, weil er einen Bogen hat. Ja, dann sind wir bei dem auch erstmal fertig und können hier unten auch noch zwei Leute leveln. Das ist halt quasi, die Teil hat im Kampf Erfahrungspunkte gesammelt und nach dem Kampf kriegt man die ganze Gruppe nochmal welche, die aufgeteilt werden. Kann es halt auch nochmal sein, dass sich da nochmal welche steigern. Und sehr schön zu sehen ist, wir haben ja hier die Burg, die vom Sultanat angegriffen wurde. Und diese ganzen Leute, die hier drum stehen, die belagern die alle gerade. Die waren hier under siege. Die Valgier wollen sich ihre Burg gerne zurückholen. Und die sind hier in großer Masse vorhanden. Vielleicht sogar auch dem König, den habe ich zwar noch nicht entdeckt, aber das ist gut möglich. Also die dürften diese Burg hier, die, gut, sie wird von 177 Leuten verteidigt und hat ihn hier dabei. Wobei er nur 26, aber die Masse hier dürfte das wahrscheinlich sogar schaffen, sich die zurückzuholen. Und währenddessen jagen wir hier mal weiteren Banditen nach. Oh, sehr schön, hier gibt es ja noch ein Sea Raider Landing. Das ist ein Lagerplatz von denen. Den können wir gleich auch angreifen. Das ist deutlich schwieriger, weil wir da keine Pferde haben. Aber an sich auch sehr gut für Ausrüstung. Und hier spricht uns Lion gerade an. Und zwar erzählt er uns jetzt mal was zwischen Rivercheck. Das ist wohl die, erzählt hier ein paar Details. Das ist für eine dicke Festung. Das ist die stärkste Festung hier, weil er wohl daherkommt. Ich lasse mir das von ihm jetzt erzählen. Eigentlich interessiert mich für den Hintergrund jetzt nicht so. Weil, aber jeder der NSCs hat da so ein bisschen Hintergrundgeschichte, die er erzählen kann. Oh, und wir sehen hier gerade ganz viel Räuber gegen eine Karawane. Da renne ich rein und helfe der Karawane. Es wird zwar ein harter Kampf, aber sorgt dafür, dass die Besitzer der Karawane uns mehr mögen und wir damit schon mal Beliebtheit bei dem entsprechenden Königreich machen können, was natürlich immer gut ist. Außerdem sollte ich vor dem Kampf noch einen Schluck trinken. Kleinen Moment. Das Trinken herholen, damit das vernünftig geht. So. Fangen wir dann doch mal an. Wir stürzen uns auch auf die. Ich weiß gar nicht, was an Gegnern alles dabei waren, aber auf jeden Fall auch Seeräuber. Wir sehen hier jetzt sind auch die Karawanenwächter mit dabei. Das sind auch berittene Einheiten. Die haben dieses Zeichen, was so schwarz-rot ist. Das heißt einfach nur, es sind die Verbündete, die keinem Lord angehören. Und die kämpfen hier halt auch mit. Nicht nur wir alleine. Ich schieße währenddessen ab und zu mit dem Bogen drauf. Ich
treffe zwar fast gar nichts, aber wenn man dann ab und zu mal trifft, kriegt man gleich mal richtig die Erfahrungspunkte. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt insgesamt 7 Punkte in der Bogenschießen dazu bekommen, nur dass ich die Distanz da drauf geschossen habe, ohne damit viel Schaden zu machen, aber das ist ja auch nicht wichtig. Man sieht da in der roten Nachricht, da ist der Karawanen-Guards gestorben. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil das ist ja nicht unsere. Aber wenn da irgendwie Einheiten von uns auftauchen, ist das prinzipiell immer schlecht. Weil dann kostet uns das Soldaten, die wir erfolgreich hochgelevelt haben, die wir dann nochmal hochleveln müssen. Wenn wir sie wieder haben. Was gerade auf mich sollte auf den Pferd aufpassen. Das hat nämlich schon ordentlich Schaden gefressen. Man sieht unten die Lebenspunktanzeige meines ist durchaus noch akzeptabel. Die des Pferdes sieht schon schlimmer aus. Also mein Pferd ist jetzt nicht so wild, da wir das, dass sich das am Kampf, nach dem Kampf automatisch komplett wieder heilt. Aber es wäre halt ungünstig, wenn wir jetzt auf einmal zu Fuß rumrennen müssen. Vor allem, wenn auf einer großen Masse an Gegnern da sind, ist das immer unschön. Weil, wenn man, also ein Pferd ist prinzipiell deswegen gut, weil wir dann schnell im Kampf rein und wieder raus können. Wenn wir kein Pferd haben und auf einmal in so einem Dutzend Gegner drinstehen, haben wir meistens ein Problem. Weil die bekommen wir dann nicht mehr tot. Und man kann zwar blocken, das geht eigentlich ganz gut. Gegen einen Gegner kann man das auch recht effektiv machen. Aber wenn man dann immer mehrere Gegner neben sich hat, ist das nicht mehr so einfach. So, da haben wir jetzt... Ah, da waren Steppenbanditen dabei. Die kommen aus dem Balgierreich. Wenn wir Glück haben, kriegen wir dahinter vielleicht ein Pferd. Das wäre schön. Haben wir gerade welche Pferde runtergeholt. Funktioniert also auch. Berittene Gegner sind aber prinzipiell immer viel ätzender. Weil die halt wegrennen können. Deswegen ich persönlich gerne gegen Gegner kämpfe, die nur zu Fuß sind. Zum Beispiel Seeräuber. Oder Königreiche, die einfach keine Reiter haben. Und halt auch gerne die Kergit-Reiter dafür mitnehme. Weil die können schießen. Damit kann man gegen Reiter auch noch ganz gut vorgehen. Und wir haben gewonnen. Und wir sehen hier oben, was passiert. 3 unserer Helden sind bewusstlos geworden. So what? Aber keine Toten bei uns. Verbündete sind gestorben. Das ist jetzt ziemlich egal. Und dafür haben wir reichlich getötet. Wir hatten hier Sea Raiders, Step Bandits, Tiger Bandits, Luther, genau. Steppenbanditen waren gar nicht aus dem Valgi-Reich, sondern aus dem Kergit-Reich und die Tiger Banditen waren aus dem Valgi-Reich. Sind aber, bei denen weiß ich gar nicht, ob sie Briten sind. Naja. Auf jeden Fall dankt uns jetzt der Karawanenmeister und wir sehen hier unten: Your relation with the Kingdom of Rodox has increased from 0 to 4. Das Königreich Rodox mag uns jetzt einfach mal ein bisschen besser, nur weil wir ihrer Karawane geholfen haben. Das sind immer schöne Möglichkeiten, sich beliebt zu machen. Außerdem können wir hier mehr Leute gefangen nehmen. Und das Soldatenauflevel mache ich mal nach dem Kampf. Weil dann haben wir alles auf einmal. Außerdem können wir hier noch Ausrüstung einstecken. Zum Beispiel das Ding hier ist doch mal gleich mal eine bessere Rüstung für uns. Auch wenn es ein bisschen doof aussieht, aber das ist ja nicht so wild. Und dann können wir da möglichst viel hiervon noch einstecken. Wir müssen gleich unser Inventar... Ja, jetzt ist unser Inventar voll. Wenn ich hier drauf drücke und das dann immer noch aufnehme, dann haben wir im Inventar keinen Platz mehr. Dafür haben wir jetzt gut Geld bekommen. Ich bin auch gelevelt, sieht man hier, sehr schön. Dann leveln wir mich doch mal. Ich wollte nämlich Stärke hochbekommen für mehr Iron Flash, also mehr Lebenspunkte. Außerdem trainiere ich immer Zweikampf. Und unsere Leute können auch noch einige leveln. Hier haben wir jemanden, der leveln kann. Ja, der kann zum Beispiel noch mehr in Trainer besser werden. Braucht aber nur einen Punkt dafür. Ich könnte also auch noch versuchen, ein anderes Attribut zu steigern, damit er im Kampf besser wird. Oder ne, ich gehe auf Intelligenz, weil dann kann ich Iron Flash und Trainer einsteigern. Das ist dann bei ihm das Maximum, aber immerhin. Außerdem geht er auf Zweihandwaffen, weil man sieht, es ja so einen hübschen Hammer auf dem Rücken, den ich ihm mal gegeben habe. Dann haben wir hier noch welche. Die Horsemans und Archer können leveln, ja. Wir bezahlen jetzt genau 1000 pro Woche. Also es wird für jeden Kampf, in dem wir hinter Leute leveln können, immer teurer. Und das Leute leveln kostet auch Geld. Oh, naja. Und ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit habe. Deswegen gehen wir mal nach Rivercheck und nutzen das, was wir an Gewinn gemacht haben, zum Verkaufen. Gehen zum Marktplatz und hauen mal alles raus, was wir hiervon nicht mehr brauchen. Ich hoffe damit auf genug zu kommen, um euch noch was zeigen zu können. Übrigens ist eine Stoppuhr beim Spiel eine super Erfindung nebenbei, damit ich weiß, wie spät es ist und wie lange ich machen kann. Aber na, wir kommen nicht so hoch, wie ich wollte. Vielleicht können wir trotzdem noch was draus machen. Denn wir können wir können auch in die Taverne gehen und gucken, ob wir die die Gefangenen verkaufen können. Das wäre super. Farmer. Oh. Den rede ich mal an, da kriegen wir nämlich eine Quest. Der sagt uns, dass hier ein Dorf in der Nachbarschaft überfallen wird. Das werde ich dann gleich wohl nochmal weitermachen.
Oder ich kann es eigentlich auch mit euch zusammen machen. Dann nehme ich jetzt einfach mal 3 Folgen auf. Ich will nämlich noch einige Sachen euch auf jeden Fall zeigen. Dann brauchen wir da einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Dann gibt es halt 3 Folgen für euch. Ich zeige euch dann nämlich mal den Guildmaster. Und der hat halt verschiedenste Sachen, auch Jobs. Und hier unten, I wish to buy land in this town for productive enterprise. Und dann bietet er halt verschiedene Sachen hier an. Dann kann man mal gucken. Jedes Mal kann man drauf gehen. Ah. Okay, hier können wir es nicht. Denn der mag uns, der Lord hier mag uns nicht. Schade. Da haben wir uns mit einem zu sehr verscherzt. Dann werden wir das in einer anderen Stadt machen müssen. Dann muss ich jetzt halt nochmal ein bisschen mehr Geld machen bis dahin. Wir haben hier die Quest hier bekommen. Eine Quest habe ich hier noch. Collect Taxes. Die Steuern habe ich schon eingesammelt, habe mich aber nicht zurückgemeldet, denn es ist so, wenn wir diese Steuersammelquest hat halt eine kleine Macke, man kann die Steuern einsammeln. Entschuldigung. Und man kriegt halt irgendwie so 5 oder 10% davon, oder vielleicht auch 20, ich weiß gar nicht genau, man kriegt eigentlich einen Teil davon. Aber wenn man die Quest gemacht hat, hat man kein Zeitfenster mehr, in dem man sie abliefern kann. Das heißt, man kann die erstmal ganz lange behalten und das Geld am Anfang nutzen und irgendwann später halt zurückgeben. Was ich jetzt halt auch gemacht habe. Und hier haben wir jetzt die Quest, dass wir in dem Dorf hier helfen sollen. Also lassen wir uns das Dorf einfach mal auf der Karte anzeigen. Das ist nämlich gar nicht so weit weg. Können auch mal wieder speichern, fällt mir dabei ein. Auch wenn Fraps dann bei mir die Zahl da oben verschiebt, was natürlich ein bisschen komisch ist. So, naja. Dann gehen wir nämlich jetzt mal zu dem Dorf hin und helfen den armen Bauern. Damit die dahinter nicht mehr so viel Probleme haben. Ah, da sind die Tundra-Banditen. Tiger-Banditen laufen hier auch rum. Tundra und Tiger liegen recht nah beisammen. Deswegen haben sie die hier durchmischt. Laufen noch gerade vor mir weg. Naja, will ich aber jetzt nicht verfolgen, weil wir wollen ja hier rein. Wir sehen hier schon, das wird von 26 Forest Bandits angegriffen. Und wir sagen Attack Bandits. Dann sind wir nämlich hier in dem Dorf. Die Banditen sind da hinten schon zu sehen. Die haben hier die Bauern bedroht. Die Bauern kämpfen hier mit auf unserer Seite gegen diese Banditen. Das heißt, es werden gleich wahrscheinlich deutlich Leute sterben, nämlich immer die Bauern. Was aber für das Ergebnis der Quest total egal ist. Wichtig ist nur für uns, dass wir jetzt diese Banditen hier alle töten. Das ist gar nicht vom Geld her so wichtig, wobei wir für die Quest auch Geld bekommen können. Aber vor allem ist es damit schön, dass man mit solchen Quests sich bei den Bevölkerung hier beliebt machen kann. Was halt im Prinzip immer cool ist. Außerdem sind Forest Bandits jetzt eigentlich gar nicht so schlimme Gegner, außer man ist so doof wie ich und reitet hier ganz alleine rein. Aber dafür wird ich einfach ein bisschen zu schwach, wenn ich das gestaltet habe. Ich habe hier doch gut Schaden genommen, aber jetzt ist ja die Verstärkung da. Wenn die dann irgendwie mithelfen, ist mein Pferd gleich tot. Na komm, das wird jetzt doch nicht schneller gehen. Vielleicht kriegen wir die Banditen sogar tot, bevor die Bauern hier ankommen. Dann müssen wir nicht mal einen schönen Bauern stellen. Die Bauern hätten ja keine geschafft. Die Bauern hätten im Kampf gegen die gar nicht so viel zu melden gehabt. Aber das hat doch gut funktioniert. Jetzt sind hier die Nachrichten, das ist unpraktisch. Die bieten uns jetzt an, das, was sie hier haben, uns zu geben. Ich sage jetzt einfach mal ja. Man kann auch sagen nee, dann wird man noch beliebter. Aber ich möchte jetzt echt das bisschen Geld, was man dadurch machen kann, noch bekommen. Wir haben hier immerhin Sachen bekommen, die einen guten Verkaufswert haben. Ja. Könnten jetzt auch noch Leute anwerben, das ist mir aber ziemlich egal. Wir reiten mal zurück nach Rivercheck, dann kann ich nämlich noch zu den, wir können hier noch die Banditen verfolgen. Folgen Dokrati. Tiger-Banditen, auf die Nase. Dafür sind wir hier, es scheinen auch Briten zu sein, wenn wir Glück haben, dann kriegen wir vielleicht noch eine neue Pferde. Selbst von Felsen. Ja, ich will gleich zurück nach Rivercheck gucken, ob die Sachen verkaufen können und dann dieses hübsche Banditenlager dort angreifen. Das Seeräuberlager. Das wird zwar kein einfacher Kampf, könnte uns aber durchaus einiges einbringen, weil ich da auf jeden Fall vorher speichern muss. Weil dummerweise funktionieren Lager immer so, dass man da zu Fuß ist. Und nicht so viele Leute dabei hat. Und zu Fuß ist meine Truppe halt dabei, nicht so effektiv, wenn man zu fährt. Und wir sind dann deutlich in der Unterzahl. Das ist auch ein Seeräuberlager, müssen wir dann sehen. Ich freue mich auf den Job. Und erstmal können wir jetzt hier super einen Tiger melden. Wir sehen ihn leider nicht zu Pferd. Schade, ich hatte doch noch den Soldatenvideo angefangen, was man sehen hat, dass wir auf Pferden saßen, dass sie vielleicht Pferde haben, aber irgendwie hatte ich keine.